Grüß Gott, mein Name ist Pater Rolf Hermann Lingen aus Dorsten. Wir haben heute den 1. April 2019 und dies ist ein Produktvideo zu den Dentabs Stevia Mint mit Fluorid. Grund für dieses Produktvideo ist, dass ich heute wieder bei meiner Schwester war, einer Zahnärztin, zur Zahnkontrolle. Ich bin jetzt 51 Jahre alt, habe noch 31 vitale Zähne und das liegt wohl auch zu einem guten Teil daran, dass ich mit etwa 16 oder 17 Jahren angefangen habe, jedes Jahr, also mindestens zweimal zum Zahnarzt zu gehen, zur Zahnkontrolle und gegebenenfalls Behandlung und auch Reinigung, also wenigstens Entfernung des Zahnsteins. Meine Schwester ist seit 2001 Zahnärztin, seit 2003 mit eigener Praxis und seitdem gehe ich jedes Quartal zu ihr, um die Zähne auch kontrollieren und auch gegebenenfalls reinigen zu lassen. Und heute hat sie so dermaßen darüber geschwärmt, wie sauber meine Zähne wären, also mindestens zweimal den Begriff beneidenswert benutzt, dass ich dachte, dann mache ich mal ein Produktvideo zu den Dentabs. Nämlich, das ist bei mir so, ich interessiere mich sehr so für Zahnpflege, Zahnvorsorge, Prophylaxe. Und ich informiere mich immer, was es da sowas so gerade auf dem Markt gibt, an entweder neuem oder an bewährten. Und dann probiere ich das gegebenenfalls selber aus. Und in den letzten Monaten, also nach meiner letzten Behandlung im Januar 2019, habe ich gedacht, probiere ich mal diese Dentabs aus. Und wie gesagt, das Ergebnis war ja eben so hervorragend. Ich habe meiner Schwester nie was davon erzählt, wenn ich irgendwas geändert habe. Sie hat von sich aus heute mich darauf angesprochen. Und mal ein paar Takte zur Anwendung. Also erstmal generell zum Zähneputzen. Ich benutze eine elektrische Zahnbürste. Und da muss man natürlich erstmal wissen, wie man eine elektrische Zahnbürste richtig benutzt. Man schrubbt also nicht damit, wie bei einer Handzahnbürste, sondern man hält die elektrische Zahnbürste an die Verbindungsstelle zwischen Zähnen und Zahnfleisch. Also der Vorgang ist so, zuerst trägt man etwas von der Zahnpaste, also wenn man die Zahnpaste nimmt, auf die Zahnbürste, auf den Bürstenkopf auf, verteilt das etwas vorne und dann erst schaltet man die Zahnbürste ein. Und zwar hält man dann eben ein paar Sekunden lang die Zahnbürste an die Verbindungsstelle von Zähnen und Zahnfleisch. Also wenn das jetzt mal oben und unten wäre, dann würde man hier die Zahnbürste meinetwegen 3 bis 4 Sekunden halten. Dann geht man ein Stück weiter, 3 bis 4 Sekunden, 3 bis 4 Sekunden, 3 bis 4 Sekunden. Je nachdem, wie groß die Reihe ist, muss man eben die Zeit dann eben so einteilen. Bei mir ist es also so, ich mache das eben auf etwa 8 Abschnitte bei den Zähnen. Und dann habe ich dann eben so 3 bis 4 Sekunden, wo ich die Zahnbürste dran halte. Wie gesagt, bei Zahnpasta auf den Zahnbürstenkopf auftragen und dann so verteilen. Bei den Dentabs ist es etwas anders. Man nimmt also eine Tablette hier raus, so klein und reicht auch. Wie gesagt, das Ergebnis war ja hervorragend, beneidenswert. Und diese Tablette zerkaut man dann. Also man braucht auch schon gute Zähne, aber jedenfalls sollte man vorsichtig sein, also nicht zu denken, wird schon nicht zu hart sein, das ist doch schon ziemlich hart, diese Tablette. Zerkaut das also, muss dann gucken, wie gut das funktioniert mit dem Zerkauen. Und zwar so lange, bis sich die Tablette so etwas aufgelöst hat, zu einem cremigen Schaum, sage ich jetzt mal. Also, dass dann nur ganz, ganz feine Teilchen allenfalls da drin sind. Und dann, wenn man also diesen cremigen Schaum im Mund hat, also natürlich eine kleine Tablette, ist alles nicht besonders viel, aber man merkt das schon, wenn es also ziemlich klein ist alles, dann nimmt man also erstmal die Zahnbürste, schaltet sie noch nicht ein, sondern verteilt das eben auch wieder vorne auf den Zähnen. Dann schaltet man ein, dann macht man diesen normalen Putzvorgang, dass man immer 3 bis 4 Sekunden an einer Stelle zwischen Zähnen und Zahnfleisch oder an der Verbindungsstelle von Zähnen und Zahnfleisch die rotierende oder Schallzahnbürste dranhält.
Wenn man den Vorgang abgeschlossen hat, dauert bei mir 4 Minuten durch die Aufteilung. Dann nochmal kurz, ganz leicht entlang. Also schrubben ist zu viel gesagt, wäre auch zu stark belastend. Also nochmal leicht verteilen, allenfalls ein bisschen, ein paar Sekunden. Und dann eben ausspülen. Und wie gesagt, das Ergebnis mit den Dentabs war so dermaßen besser als alles das, was ich sonst mit verschiedenen Zahncremes erreicht habe, dass ich dachte, der Fairness halber mache ich dazu mal ein Produktvideo. Der Fairness nicht nur den Herstellern gegenüber, also ich finde das gut, wenn jemand Innovation zeigt, wenn jemand sagt, probier mal was anderes, mal gucken, wie es funktioniert, und der Hersteller meint, ja, das ist gut. Das ist schon mal eine feine Sache. Ob es dann wirklich gut ist, muss man eben auch selber für sich herausfinden. Bei mir kann ich sagen, hat es geklappt. Ist auf jeden Fall, meine ich, für manchen anderen eine Überlegung wert. Wenn ich das bewerten wollte, dann müsste ich also fairerweise sagen, ja, 5 Sterne, also Bestbewertung, weil es eben besser war als diese ganzen verschiedenen Zahncremes und Zahnpasten, die ich sonst benutzt habe. Ihr Ergebnis kann natürlich bei jedem anders ausfallen. Man muss sich natürlich vor allem vor Augen halten, diese Tablette ist sehr hart. Also das Zerkauen, das Verteilen im Mund ist dann jedenfalls etwas aufwendig, schwierig, vielleicht nicht für jeden möglich. Aber trotz und alledem, das Ergebnis hat mich völlig überzeugt. Meine Schwester hat mindestens zweimal gesagt, meine Zähne werden jetzt beneidenswert sauber. Und deswegen kann ich sagen, also von mir aus, Höchstwertung.